willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast über Leberkäse mit Metzgermeister Steffen Schütze. Viel Spaß dabei. Jetzt hast du ja gesagt, dass da sehr viele regionale Unterschiede ergibt bei der Herstellung des Leberkäses und beim Geschmack natürlich dann logischerweise auch. Jetzt gibt es bei den Brauern die Angewohnheit, und Tissi, das wirst du auch wissen, dass man, wenn man einen Brauerkollegen von einer anderen Brauerei trifft, dass man zusammen Biere verkostet. Bei uns ist das meistens als Referenz, sage ich jetzt mal, die Brauer schirmen sich da das Helle zu, so als Leuchtturm-Produkt. Meistens die Hauptsorten oder Helles, weiß genau, ich genauso. Genau, und dann wird verglichen. Also es gibt ja dann die Möglichkeit, ich meine, ob es schmeckt, Geschmack ist ja subjektiv, aber man kann dann schon sagen, ja, es ist im Stil und im Sinne der Erfinder sozusagen. Ist das Experte, Entschuldigung, ja? Schmeckt man ja raus, wie es das handwerklich genau macht. Genau. Also da, wenn man das verkostet, dann trinkt man das nicht nur so nach dem Motto, ja, das geht gut ab, sondern man hat ja auch so einen feinen Geschmack und ja, also Wissen um die Technik, damit man ausmerkt. Das war die Frage, kann man das bei den Metzger auch so machen? Also ist das ein Leberkäse Produkt dafür? Genau. Ist das so Fall. Das Aushängeschild? Aber bei uns geht es in erster Linie um das Schnittbild. Also gerade wenn du den aufschneidest, dann liest du da schon mal viel raus aus diesem Schnittbild. Wie fein, wie ist die Konsistenz, ja? Bevor der Geschmack dann kommt. Also du liest wirklich viel aus diesem Schnittbild. Also die Optik spielt schon so eine große Rolle. Ja, ja, genau. Und das sieht man eher noch an einem kalten Leberkäse als an einem warmen, weil der einfach viel fester dann ist. Dann die Konsistenz auch. Also man nimmt die dann auch so, ist er sehr gummelig, ist er sehr weich von der Konsistenz her, ja? Und so testet man den Leberkäse. Also 50% macht wirklich das Schnittbild aus und dann erst kommt der Geschmack. Aber man kann durchaus sagen, dass das ein Ehrenprodukt jedes Metzgers ist, genau, so quasi da gibt man viel Engagement rein, also weil es so Aushängeschild ist. Also wie schon gesagt, wir machen ja auch viel ringsherum mit Burger, mit Dry Age und solche Geschichten. Aber unser Hauptgeschäft ist wirklich Leberkäse, Weißwurst, Wiener. Ja? Und da musst du einfach top dastehen. Ja? Das sind unsere Renner sozusagen, ja? Ich habe immer so das Gefühl, das ist mir nicht, aber bei Wirtschaften und so fällt mir das ja oft auf, wenn diese vermeintlich, sage jetzt mal, einfachen Produkte passen, dann geht man mit einer ganz anderen Basis in so eine Gastronomie rein. Also dann, wenn ich beim Italiener und mir schmeckt schon die Pizza Margherita nicht, dann hab ich immer so das Gefühl, dann kann mir das weitere auch nicht schmecken, weil schon das Basisprodukt nicht passt. Genau. Und also so stelle ich mir das jetzt gerade mit Leberkäse Weißwurst vor, dass man sagt, das baut auf, das ist die Basis. Richtig, richtig. Und das muss einfach stimmen. Und wenn du das nicht hast, also wenn du da die Produkte einfach nicht stimmen, dann brauchst du auch ringsherum nichts dazu packen. Also das ist, wie du schon sagst, das ist richtig. Die Basis muss stimmen. Ja, das ist ja eine Kollegin von uns, die sagt, jeden Donnerstag geht sie heim zu ihren zwei Kindern und da gibt es immer Leberkäsesemmel vom Hack und helfe Gott, wenn mal nicht. Ja, okay, also das ist schon so gesetzt und da ist ein hoher Anspruch auch dahinter. Also die Erwartungen sind natürlich hoch, aber sie hat gesagt, sie ist noch nie enttäuscht worden und das ist für sie auch der beste Leberkäse, den sie jetzt so in der Stadt kennt. Und aber das ist schon so ein bisschen was Ehrenrühriges, dass man daran gemessen wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber ganz, die Geschichte gerade, was du sagst mit deiner Kollegin, finde ich richtig toll, dass es noch so diese Tradition, also ich sage es jetzt mal, auch eine Tradition am Donnerstag, dass es einfach gesetzt ist, gibt es bei uns Leberkäse, weil jeder versucht doch immer wieder was Neues und was anderes und hier noch was auszuprobieren und da gibt es noch einen Wrap-Stand und dies und das, dass sich wirklich manche dann wieder so erden und sagen, pass mal auf, Donnerstag gibt es einfach Leberkäse und da braucht man nicht einen Wrap oder irgendwelche anderen Geschichten, sondern genau. Back to the roots oder so wie es früher war. Bei der Familie meiner Freundin, okay, und Samstag Leberkäse. Samstag Mittag gibt es als Snack oder halt als Ort Mittagessen oder wie auch immer. Ja. Samstag ist Leberkäse. Ja, sehr schön. Und das wird immer so gemacht. Ja. Also finde ich richtig geil. Ja, sehr gut. Und dieses Samstags Leberkäse hat für mich auch so ein bisschen was Heimeliges, weil in Österreich, also in meiner Heimat, ist ja Leberkäse eine Riesennummer. Mhm. Ja. Also würde ich mal sagen, so als Ort Würstelstand, Snack oder halt als Snack, den man sich beim Fleischhocker, wie man bei uns daheim sagt, halt holt. Klar, ich würde sagen, neben der Käsekreiner ist es das sag ich mal, so das Produkt schlechthin, was so als Ort schneller Imbiss angesehen wird. Aber, und das ist einfach vielleicht mein Eindruck nur, vielleicht liege ich ja falsch, also ich möchte korrigiert werden, wenn dem so sei. Ich habe das Gefühl, in Österreich gibt es halt einfach viel mehr Bandbreite. Also du wirst praktisch bei jedem Metzger noch mindestens einen Pizza- und einen Käseleberkäse finden, ja, wo so Käsestickel eingearbeitet sind. Wenn es Richtung Wien geht, ist die Bandbreite noch viel größer. Also dann gibt es auch reine Kalbsleberkäse zum Beispiel, nur mit Kalbfleisch. Also nicht rein, sondern halt mit Kalbfleisch und andere Fleischsorten und mit Knoblauch. Und ich habe sogar schon einmal mit Trüffel angegessen. Okay. Ja?
Der war super interessant. Er war ein bisschen komisch, aber irgendwie so... Nennt man interessant. Ja. Nein, aber war schon komisch, aber andererseits so, so positiv komisch, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, eigentlich nichts, aber irgendwie war es trotzdem geil. Ja? Also es war irgendwie so... Ne? So ein ähnliches Erlebnis hatte ich mal mit einem Salami-Eis. Also ich hab es sollte nicht schmecken, aber... Ja, aber ich bin von vornherein, ich wusste, das ist ein Salami-Eis. Ich glaube, wenn mir das jemand hingestellt hätte und ich hätte nicht gewusst, was ist, dann... wäre ich total irritiert gewesen, aber ich wusste, ich esse jetzt ein Salami-Eis und es war gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Man weiß, es ist nicht richtig und ja, man sollte es nicht gut finden, ist, aber irgendwie ist es trotzdem richtig, geil, richtig, oder? Ja. So ging es mir damals mit diesem Trüffelleberkäse. Und diese Bandbreite habe ich jetzt so im Angebot in Bayern nicht gesehen. Man sieht ab und zu mal einen Chili-Leberkäse, ab und zu mal einen Käse-Leberkäse, aber so jetzt, dass man explizit damit wirbt, fünf oder was weiß ich, für verschiedene Käsesorten zu haben, das nicht. War er nur in den falschen Ecken oder ist man in Bayern eher so klassisch, dass man sagt, ein, zwei Leberkäsen? Also bei uns genau. Also wir haben auch drei, maximal vier verschiedene, nicht an jedem Tag. Also drei haben wir eigentlich jeden Tag. Das ist bei uns der klassische Leberkäse, der auch in der warmen Theke als Imbiss, ich sag mal, 80% ausmacht. Mhm. Ja. So, und dann kannst du die anderen 20% noch ausbauen und deswegen noch zwei andere. Dann gibt es den Käse-Käse bei uns, wo wirklich nur ein Käse drin ist. Das ist so der zweitbeste, aber weit ab von dem Klassiker. Mhm. Ja. Weit ab von dem Klassiker. Und den Chili-Leberkäse haben wir an zwei Tagen und an den anderen zwei bis drei Tagen gibt es den Kalbskäse. Mhm, ja, das hat sich so rauskristallisiert. Ich weiß, einige machen noch einen Pizza-Leberkäse, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und deswegen habe ich ihn auch nicht im Sortiment, weil ich da nicht so dahinter stehe, hinter diesem Pizza-Leberkäse. Das ist mir dann zu weit weg vom Klassiker. Ja. Was ist noch? Dieser Kalbskäse, was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Kalbskäse, dieses Helle kommt hauptsächlich dadurch, dass er mit Kochsalz gemacht wird. Ja? Aha. Also Kochsalz, alles was mit Kochsalz ist, ist weiß, wie die Weißwurst, Kalbskäse, Gelbwurst, solche Geschichten. Und wenn du ein Pökelsalz hernimmst, dann kriegt es diese rötliche Färbung. Und das ist so der Hauptunterschied, ja. Weil es ist bei uns im bayerischen Kalbskäse ist ein Teil Kalb drin, aber der Hauptbestandteil ist halt doch Schwein. Mhm. Ja? Schwein und Kalb. Und das ist eigentlich so die Grundmasse vom Bratwurstbret, also man macht ein weißes Bret, sagt man bei den Metzgern, ja. Und davon leitet man dann Bratwurst ab, Schweine, Kalbskäse, daher kommt das alles. Und das wird halt alles mit dem Kochsalz gemacht und deswegen auch das Helle. Also nicht, weil da irgendwie so wahnsinnig viel Kalb drin ist und es sich dadurch dann ins Weiße färbt, damit hängt das nicht zusammen, sonst hängt mit der Zugabe vom Salz zusammen. Okay, es sind zwei verschiedene Salzsorten, genau. Also wenn ich den Kalbskäse genauso mache, aber ein Pökelsalz hernehme, dann schaut er aus wie der bayerische Leberkäse. Genau. Die Würzung ist ein bisschen milder vom Kalbskäse. Genau. Er ist ein bisschen feiner, kommt man vorhin in seiner Textur, oder? Ja, nicht viel. Also das Grundbrät ist ähnlich, ist vielleicht ein Ticken fetter, also ein Ticken, weil für die Bratwurst brauchst du einfach einen gewissen Fettgehalt, damit es einfach geschmackig ist und nicht strohig wird im Biss und im Mund. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Aber ansonsten, wie gesagt, die verschiedenen Leberkäse-Sorten ist, glaube ich, regional ein bisschen unterschiedlich, aber wie du sagst, nicht so in dem Umfang. Okay. Also der Bayer ist das ja klassisch. Richtig, richtig. Und, mit vielen Dingen, ja. Ja, mit vielen Dingen. Ist ja okay. Ja. Das ist ja das Thema für zu Hause dann auch tatsächlich, weil ja oft, also man kennt es ja, man nimmt Leberkäsebrett mit Horn, bracht es in daheim auf, dann gibt es daheim auch mal Leberkäse-Semmeln oder mit Senf oder mit Brezen oder wie du eingangs gesagt hast, in zig verschiedene Formen, aber der Leberkäse bleibt traditionell. Mhm. Hast du, Steffen, ein paar Tipps, wenn man sagt, der Leberkäse zu Hause gelingt so am besten? Kann man da irgendwie ein paar so zwei, drei handwerkliche Tipps rausgeben? Eigentlich ist das Wichtigste ist die Temperatur, dass es einfach nicht zu heiß ist im Ofen. Also ich empfehle unseren Kunden immer 150 Grad und dann kommt es natürlich immer auf die Größe vom Leberkäse an, ja? Wie lang das ja braucht. Also so eine Kiloform, was so der Klassiker ist, ein Kilo Leberkäse, so als Beispiel Stunde, 15 Minuten bei 150 Grad. So, dann kommt es immer ein bisschen auf den Ofen drauf an, weil die sind ja auch nicht so genau. Mhm. Habe ich dann schon die Kruste drauf, die ich haben möchte? Oder drehe ich einfach dann nochmal ein bisschen rauf. Also kann ich auch mal auf 160, 170 Grad und schaue mir an, okay, so ist die Kruste jetzt perfekt. Und das entscheide ich aber mit der Kruste, mache ich in der letzten Viertelstunde. Also 150 Grad rein, man kann eine Schale Wasser, dass es nicht so austrocknet, ja. Aber ich persönlich mache es auch nicht. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil bei mir der Ofen immer so voll ist mit Leberkäse, dass da kein Wasser, genug Feuchtigkeit drin ist, genau. Aber viele daheim, die stellen da gerne halt noch eine Schale mit Wasser dazu, dass du einfach so eine gewisse Feuchtigkeit, dass er den nicht so austrocknet, ja, gerade an der Oberfläche nicht so austrocknet. Das macht es wahrscheinlich auf keinen Fall schlechter. Was müsste man tun, um richtig geile Krusten zu kriegen? Temperatur nach oben. In der letzten Viertelstunde. Ja, genau. Da einfach nach oben.
Ja gut, also 200 würde ich jetzt nicht machen, okay. Da verbrennt ihr mehr. 180 so. Genau, aber irgendwo so und dann dabei bleiben. Das liegt immer ein bisschen am Ofen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber 150 und dann aufwärts, ja. Irgendwas zwischen 150 und 190 in der letzten Viertelstunde. Okay. Und dann je nach Gusto raus. Und apropos Kruste. Ah ja. Ich hab vorher mal meinen inneren Metzger ausgelebt und habe dem Steffen auf eine kleine Idee gebracht. Und zwar habe ich gefragt, und wir können es der Steffen gleich offiziell nur sagen, ob das funktioniert oder nicht. Könnte man, wenn man ein großer Leberkäs-Krusten-Fan ist, das Brett, ja, das Brett auf einem Backblech ausstreichen und quasi, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, Art Leberkäs-Chips mit der Krusten machen? Also ich denke schon, probiert haben wir es noch nicht. Ich schiebe jetzt direkt einen Leberkäs ab, den ich auf einem Backblech ausbreite und das probieren wir jetzt direkt nach aus und vielleicht bis zum Ende der Sendung. Haben wir dann schon ein Ergebnis und schauen uns das mal an, was daraus geworden ist. Ja, weil wir haben ja ein Vorgespräch und da habe ich gesagt, so, ich verstehe manchmal die Leute einfach nicht, die zu der einen Frage beim Leberkäs bestellen Nein sagen. Wenn die Frage kommt, darf es ein Randstickel sein, darf es das Scherzerl sein? Dann sage ich immer, ich verstehe die Fragen nicht, ja klar. Ich meine, das ist das Geilste am ganzen Leberkäs. Viel Krusten, der Rand, diese Aromatik, dieses Knusprige, das Crunchy. Ein Traum. Und ich finde Leute einfach suspekt, die sagen, na, das will ich nicht. Also man merkt schon, was dieser Leberkäs für eine gewichtige Rolle in der bayerischen Kultur spielt. Und nicht in der bayerischen, Wahnsinn. Österreichischen auch. Wahnsinn. Und das nennen wir es mal alpenländische Kultur. Ja. Und jetzt, um diesen Bogen noch zu kriegen, was darfst du jetzt dazu für ein Bier trinken, Steffen? Also zum Essen. Bierstil zu einem Leberkäs. Zum Essen liebe ich eigentlich Weißbier. Oder dunkles Weißbier. Das ist eigentlich, wenn ich esse und ich kriege dann dunkles Weißbier dazu, dann ist mir eigentlich egal, was dazu gibt. Das ist so mein Getränk zum Essen. Dunkles Weißbier kann ich mir zum Leberkäs auch gerade sehr gut vorstellen, ja. Weil ich finde einfach, wenn der eine gescheite, ordentliche Krusten hat, die crunchy ist, dann ist so dieses leicht süßlich-karamellige mit der Fruchtnote vom dunklen Weißbier schöner Kontrapunkt. Mhm. Ja. Ich persönlich bin da bin ich wieder ultra klassisch. Ja? Also ich probiere mal andere Leberkäs-Sorten aus. Ich sag, du sagst jetzt Helles. Helles. Ja, das war mir klar. Ich bin da Helles. Also vor allem unser neues Helles, das ist so straight on point, das ist geradlinig, das geht aber. Weißt, und da muss ich ganz offen sagen, da bin ich etwas, wo ich sage, da muss das Bier ein Begleiter sein. Der darf nicht zu aufdringlich sein, obwohl ich glaube, dass mit dunklem Weißbier jetzt auf jeden Fall probieren werden. Ich mag halt beim Weißbier dieses Elegante aus dem typischen Weißbierglas. Dieses Elegante, das taugt mir einfach zum Essen dazu. Was das irgendwie runder macht, schöner macht. Deswegen bin ich, also nicht nur das Weißbier an sich, sondern auch das Glas dazu. Ja, das ist ein schöner Ansatz. Ja. Ja. Und bei dir, Rone? Ich schließe mit dir, Tissi, tatsächlich. Ja. Also bei mir gehört Leberkäs zum Thema Brotzeit. Mhm. Und deswegen ist das für mich das klassische Helle dazu. Also das oder ein Festbier auch. Am Volksfest zum Beispiel. Wenn ich Mittag am Volksfest bin und einmal nicht ins Braumeisterpfandl schaue oder so, weil ich vielleicht am Nachmittag noch gehe und nicht rollen will, dann ist tatsächlich so, dass ich dann sage, mal eine Scheibe Leberkäs, Kartoffelsalat und ein Helles. Ja, also angebräunter Leberkäs ist ja auch sowas Geiles mit einem Spiegelei, okay, und eine Bratkartoffel. Ich glaube, wir müssen in die Shownotes für den Podcast definitiv ein, zwei Rezepte noch oder zumindest Servierempfehlungen mit dazu schreiben. Auf jeden Fall, ja. Steffen, letzte Frage, bevor wir Richtung Leberkäs-Chips schauen und dann nachher vielleicht noch einen Nachtrag liefern. Welchen Senf isst man zum Leberkäs? Es gibt alle erdenklichen Informationen und bevor jetzt irgendjemand was sagt, Ketchup, nein, lasst es ja bleiben. Sonst, ich hab's in einer anderen Episode schon mal gesagt, bei den Weißwürsten und Ketchups und stehe auf die Nacht um 3 vor euch am Fenster und schau nein. Ja, da schließe ich mich an, es gibt kein Ketchup zum Leberkäs. Steffen, welcher Senf? Der Klassiker ist der süße Senf, ja. Mhm. Obwohl auch viele sagen, ein guter Leberkäs braucht keinen Senf, ja. Aber wenn dann der süße Senf, mittelscharf, ja, gibt's, so wie es einen Kaskas gibt und einen Chili-Leberkäse und wie du hast gesagt, einen Trüffelkäse, gibt's auch den einen oder anderen. Heutzutage muss man das ja alles sehr, das ist ja dann schon diskriminierend, wenn man sagt, dann, du kriegst keinen Ketchup dazu, ja, das geht heutzutage nicht mehr. Wer das mag, kriegt's, aber klassisch ist einfach der süße Senf und mit Abstand vielleicht noch der ein oder anderen mittelscharfen Senf, aber eigentlich der süße. In dem Hinblick wäre ich kein toleranter Metzger. Da habe ich jetzt ein Thema Leberkäs und Ketchup oder sowas. Ja. Es ist jetzt, sage ich mal, ein Thema, das nicht so direkt mit Ketchup und Leberkäs zu tun hat, aber es gibt ein Foto, das im Internet rumgegangen ist, aus Wien, wo eine große US-amerikanische Fastfood-Filiale
in seinem Schaufenster ein Plakat reingehängt hat, dass sie diese Filiale schließen. Und warum? Weil nämlich wenige Wochen oder Monate davor neben dieser Fastfood-Filiale ein Leberkäs-Imbiss aufgemacht hat. Und anscheinend hat diese große internationale Fastfood-Kette diese Filiale wegen zu wenig Effizienz oder was auch immer geschlossen und zugemacht, weil Leberkäs daneben quasi die Wiener mehr begeistert hat und der halt boomt und der Burgerladen nicht. Und da sage ich, Ketchup mit Pommes sind halt einfach nie so gut wie ein Leberkäs-Semmel. Ich finde, dass das ein besseres Schlusswort gar nicht geben kann. Ja, glaube ich auch. Das sagt viel aus. Ja. Über die Wiener. Über die Wiener, ja, aber auch über den Leberkäs. Ja, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Steffen, vielen Dank für deine Zeit, für das, dass wir gekommen haben dürfen, für unseren Platz hier in der Metzgerei Hack. Freut mich riesig, dass ihr da wart. Machen wir auch nicht so oft in der Metzgerei einen Podcast aufzunehmen. Ja. Also von daher, merci, hat riesen Spaß gemacht. Ebenso. Für alle nochmal die Empfehlung, hier in Freising-Neustift geht's zum Hack und holt euch ein Leberkäs-Semmel oder andere tolle Fleisch- und Wurstbahn. Herausragende Chili-Salami. Achso, die kenne ich noch gar nicht. Na, schau an, ja. Oh, ja. Und auch dein neuestes Projekt werde ich jetzt am Ende nochmal kurz erwähnen, den Burger-Pulli. Mhm. Also quasi ein alter VW-Pulli umgebaut zum Ort Food-Truck, kann man so sagen. Und der an verschiedenen Standorten im Freising, auch im Landkreis, unterwegs München ist. Mittlerweile auch. München, genau. Und dort Burger verkauft. Also kann man sich auch mal anschauen. Und natürlich metzgereihack.de und eure Social-Media-Plattformen sollen auch hier ihren Platz und Erwähnung finden. Da kann man sich immer informieren über. Und sehr unterhaltsam auch. Also wenn man einfach mal die Jahre zurückscrollt, sind, glaube ich, viele Geschichten drin, die man so von der Metzgerei nicht kennt. Genau. Genau. Kann man nur empfehlen. Wir haben ja eingangs kurz erwähnt, dass es auch provokant war und mehr will man an dieser Stelle nicht verraten. Also ja, genau. Lest es euch durch. Lest es euch durch. Okay. Es ist getan. Wir haben es probiert. Leberkäsbrät, ganz dünn aufgestrichen auf einem Backblech, sodass quasi viel Kruste und so ein bisschen ja, Leberkäs, wie soll man es nennen? Das Verhältnis Kruste und Leberkäse ist 1 halt zu 1. Ja, genau. Also so wirklich so Art, ja, Toni, wirst du es nennen, Leberkäs-Chips, so in die Richtung oder halt so Leberkäsbrät. Wow. Steffen, Urteile. Ich finde es wirklich mal Leberkäse anders gedacht und für die, die es mögen, weil da gehen ja doch die Welten auseinander, ja, also der eine, der mag das Randstück, was du vorher schon gesagt hast, Tissi, für dich gibt es das gar nicht, was ist das für eine Frage, ja oder nein, es gibt immer nur immer ja, genau. Und für die, die das mögen, also du hast halt viel mehr Röstaromen drauf, ja, also weil das Verhältnis von den Röstaromen durch diese riesige Oberfläche ist halt viel, viel mehr und für den, der das mag, das ist mit Sicherheit eine wer mehr auf Sache. Das saftige, flaumige Innere vom Leberkäs steht, ist nicht, da eher nicht da aufgehoben. Aber wer so dieses Leberkäs-Randige mag. Mhm. Also das ist jetzt quasi so das, was du gern magst, so 50-50 Leberkäs-Rindl. Genau. Ja? Und für mich ist so 50-50 Semi und Leberkäs eigentlich immer wichtig. Aha. Also so dick wie die Semmel ist, muss auch der Leberkäs sein. Echt? Okay. Oh Gott. Ja, wie hat es dir jetzt geschmeckt? Ich habe es hervorragend gefunden, muss ich sagen. Also das... Ich bin da voll bei euch. Also so diese Röstaromen vom Leberkäs vor der Krusten, das ist, ich finde es der Hammer. Also als Snack so. Als Snack finde ich es auch gut. Ja, genau, so quasi im Stehimbiss. Ja. Weißt du, so, ja, du Wirt, du einmal her, so genau. Ein Leberkäs. Ich hätte gerne ein Quadrat mit der Kruste. Wie nennen wir es denn? Ja, weiß ich nicht. Ohne das Leberkäs-Fladel. Fladel. Ja, ich weiß nicht, es ist ja eher mehr so flach und das zerreißt man dann frisch. Also wir sind jetzt da gestanden und haben das so quasi uns so ein Stück halt abgerissen und da haben wir gedacht, so im Stehimbiss ein helles dazu und dann so snacken. Oder auch. Beim Wirt, du sitzt und quatschst ein bisschen und weißt nicht, manchmal hast du nicht so richtig Appetit und stellst dir sowas, anstatt... Weil das kannst du mit der Hand schön snacken und nicht mit dem Messer. Reißt es dir ein bisschen runter und trinkst ein Bierchen dazu. Ja. Wie lange war das jetzt drin? Oh, ich glaube, 10 Minuten, Viertelstunde, sowas. Ja, dann könnte man relativ schnell produzieren. Dann ist er sogar für... Wenn man frisches Brett daheim hat oder bei der Wirtschaft hat. Auf dem Blech, rausbauen, hat 10 Minuten, Viertelstunde fertig. Ja. Boah, okay. Das ist... Wie nennen wir es jetzt? Wir lassen uns was einfallen. Ja, oder wir warten auf unsere Zuseher, wie man sowas nennen könnte. Schaut es einfach bei uns in die Story rein, wie das ausschaut, wie genau. Was ihr euch denkt. Würdet ihr sowas essen und probieren? Wie würdet ihr es nennen? Genau. Und dann, gute Idee, dann schauen wir mal, was wir für Ideen kriegen. Schauen wir mal, was rauskommt. Super, dann, jetzt da haben wir es aber wirklich. Jetzt haben wir es wirklich. Steffen, vielen Dank nochmal. Merci. Auch für die spontane Leberkäs-Aktion. Für sowas bin ich immer offen. Immer offen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Ciao, servus.